Der Herr Zwingli ist ja bei uns eingetroffen, Anfangswoche. Und Schwamendingen ist ja seit ewig am Wachsen und wird noch massiv wachsen. Und Schwamendingen soll die Qualität des sozialen Kontakts und des Miteinander weiter behalten. Die Veranstaltung heute hat sich genau dem Thema gewidmet von Teilhabe, Integration. Wie kommen die neuen Leute hier an? Was brauchen sie zum Teil von dem Quartier werden, um Schwamendingen irgendwann auch als Heimat zu bezeichnen? Jetzt haben wir auch über morgen diskutiert, Integration in ein Quartier. Wie funktioniert die Integration in ein Quartier? Was gibt es für neue Erkenntnisse? Wenn man jetzt auch Zelt nimmt oder Mattenhof oder so, die nicht gerade im Kern sind von Schwamendingen, denke ich, es muss eben mikrolokal auch irgendwie eine lebhafte, kleine Ding entstehen, dass nicht einfach nur ein Schlafquartier da ist, wo die Leute heimkommen am Abend und dann schlafen gehen. Und so denke ich, wäre es eben auch gut, kleine Angebote auch in diesen Mikroquartieren zu haben. Der Zuzügeranlass finde ich ganz gut. Und dass man von dort aus eben vielleicht das institutionalisiert, dass man da vielleicht alle ein, zwei Monate sich treffen kann an einem Ort, wo man einfach ganz niederschwellig angehen kann und sich mit anderen austauschen könnte. Das finde ich jetzt noch etwas noch Wichtiges. Ja, wir haben jetzt so gerade am Tisch gehört, wie Leute, wo ältere Leute, die nicht mehr einfach über den Hund oder über Kind können, Kontakt schaffen können, neu jetzt hier ins Quartier gekommen sind und wahnsinnige Schwierigkeiten haben, einen Tritt überzukommen. Ich denke, die Zentrumsfunktion des Schwamendinger Platz finde ich trotzdem ganz etwas Wichtiges. Auch für all die Leute, die vielleicht eben doch in der Genossenschaft das nicht erleben oder nicht in einer Genossenschaft wohnen. Haben Sie schon ganz konkrete Ideen, Vorschläge, was man machen kann für Integration von Neuzuzügern oder eben von den 10'000 Menschen, die kommen sollten? Die einzelnen Leute müssen sich halt engagieren, ja, und müssen suchen. Sie müssen selber wollen, integriert werden und nicht einfach darauf warten, bis einem alles auf dem Tablett serviert wird. Integration bedeutet auch, wie ein Satz dort war, eigene Initiative. Wenn ich nicht die Initiative nicht habe, zu mir integrieren, dann bleibe ich in zu Hause und mit geschlossenen Türen. Dann, man muss offen sein. Die Frage ist für die, die Heimat überkommen wollen, wie es die können schaffen, hier anzukommen. Weil manchmal ist ja also so der erste Schritt in ein Quartier ist ja die Schwierigkeit. Es können alle 10'000 entscheiden, nicht da sich integrieren, ist überhaupt nicht das Problem. Aber ich finde, es geht nicht, wenn jemand will und nicht weiss, wie. Das finde ich gerade nicht. Also man kann sagen, es braucht eine digitale und eine analoge Drehscheibe, so eine Art. Unbedingt, also digital, wo die Informationen herkommen. Aber dann ist es extrem wichtig, face-to-face. Das ist offensichtlich etwas, wo nach wie vor, oder wahrscheinlich eher, je länger, je mehr wieder gefragt ist. Das ist wirklich das Problem von der ganzen Bevölkerung zu informieren. Und mein Vorschlag ist jetzt auch da gewesen, und ich habe es schon in der Stadt eingebracht, dass wirklich alle Quartierbewohner sind Mitglied vom Quartierverein. Die Stadt finanziert für jeden etwas und die können sich registrieren lassen beim Quartierverein, wenn sie Infos wollen, per Mail oder per Post. Und dann kann man wirklich alle regelmäßig anschreiben. Dann hätte man nämlich auch genug Geld, wenn sie für jeden 1 oder 2 Franken würden geben und könnten das vielleicht dann auch professionell machen. Das wäre für mich jetzt wirklich eine Verbesserung, weil es ist nicht mehr zeitgemäss, dass man muss Mitglieder suchen und Mitglieder, und nur die kommen die Infos über, weil wir sind schlussendlich da für das ganze Quartier. Und alles, was wir machen, ist für das ganze Quartier, für die ganze Bevölkerung. Und ob jemand dann das Angebot wahrnehmen will oder nicht, das kann er machen, ohne dass er muss zahlen oder noch irgendwie sich muss als Mitglied melden, sondern kann einfach sagen, ich möchte gerne Teil von den Informationen bekommen und dann kommt er die über.